Tschüss, tschüss. Präsentiert von Smops HD. Lego Phase 1 ist ja noch alles, wo wir Zeugs aus Lego in Minecraft übertragen. Die Dungeons haben wir jetzt schon alle nachgebaut. Jetzt fehlen noch die Figuren und die Gegenstände aus Lego, die wir jetzt in Lego Textures als Skins und Texturen übertragen. Auf der Platte hier sind alle Skins, die wir nachmachen werden. So Völker, die ich rauslassen wollte, wie zum Beispiel die Hobbits oder die Tiermenschen, sind schon nicht auf der Platte. Und insgesamt sind es jetzt 112 Figuren, die wir nachmachen werden. Am liebsten hätte ich alle Figuren einfach so übertragen, aber leider geht es nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Zwerg und aus einem Ritter zwei Skins macht, dann ist der Zwergskin ja später so groß wie der Ritterskin. Und das wird natürlich in der Serie dann übel scheiße aussehen, wenn die Zwerge so groß sind wie die Ritter. Solche Probleme und dann auch noch Kamerazeug und alles mögliche will ich dann für die Serie mit Mods regeln und mit Plugins. Hier seht ihr mein Dokument, wo ich schon alles eingetragen habe, welche Mods zurzeit benutzt werden. Da werden noch einige dazukommen. Und wenn dann in der Serie mit anderen Leuten zusammengearbeitet werden, kann ich denen einfach das Dokument schicken und dann können sie sich die ganzen Mods da holen. Da sind auch direkt die Download-Links dabei. Die ursprüngliche Map mit den ganzen Dungeons habe ich ja in der Minecraft 1.12.1 gemacht. Dann war aber irgendein Mod in der 1.12.1 nicht vorhanden und den gab es nur für die 1.12.2. Ich musste also die Version updaten. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welchen genialen Vorteil hat denn die 1.12.2 gegenüber der 1.12.1? Und es ist wirklich massiv und beeindruckend, meine Freunde. Der Unterschied ist nämlich, abgesehen von ein paar Bugfixes, dass man in der 1.12.2 auf dem Homescreen anstatt dem Minecraft-Logo ein Minecraft-Logo mit Java-Edition drunter hat. Also da war ich wirklich hoch motiviert, die Version zu updaten. Finde ich auch sehr sinnvoll, dass sie das jetzt nicht erst in der 13er-Version eingeführt haben. Das Spielerlebnis wird dadurch einfach massiv bereichert. Und da kann ich es dann schon verstehen, dass die erstmal allen Moddern damit Versionsprobleme machen. Ein was Gutes hatte das Ganze aber dann doch noch. Ich nehme normalerweise mein Gameplay mit Nvidia GeForce Shadowplay auf. Das ist übel geil, das verbraucht fast gar keine FPS. Läuft so im Hintergrund beim Zocken und man kann dann 5 Minuten rückwärts aufnehmen. Wenn ich also jetzt gerade so richtig krass gekämpft habe und übel die geilen Kills gemacht habe, kann ich einfach das rückwärts aufnehmen, was gerade passiert ist. Und deshalb feiere ich das Programm auch mega. Damit nehme ich immer mein Gameplay auf, was ihr auch schon mit Counter-Strike und GTA in den letzten Folgen oft gesehen habt. Und da stand halt mal drin, dass es auch für Minecraft geht, aber bei mir hat es halt nie geklappt. Jetzt musste ich wegen den Versionsproblemen ja in die 1.12.2 wechseln und normalerweise habe ich auf der 1.12.1 Optifine drauf, dass ich so in die Ferne reinzoomen kann. Und bei der 1.12.2 hatte ich dann halt kein Optifine und da hat es plötzlich geklappt. Also kann das Vanilla-Minecraft halt rückwärts aufnehmen und deshalb spiele ich jetzt eigentlich immer Vanilla und kann mega viel und geiles Gameplay produzieren. Ich bin halt übel am Lucky Island suchten in letzter Zeit und wenn ich da halt 5 Minuten spiele oder so, mache ich halt manchmal 8 Kills und habe dann 2 Minuten Gameplay. Bei Counter-Strike, da spielt man eine Stunde lang. Ich bin halt auch nicht besonders gut, aber wenn dann halt mal eine krasse Situation ist, dann geht die halt so 13 Sekunden lang oder so und dann hat man halt 13 Sekunden Gameplay. Bei Minecraft hat man dann halt 2 Minuten Gameplay oder so. Darüber habe ich mich auf jeden Fall übel gefreut. Am Anfang war noch das Footage mega schlecht. Ich habe dann herausgefunden, dass man einfach das Programm neu starten muss, wenn man in Minecraft drin ist. Also die Aufnahme anhalten und wieder starten. Und dann sieht das Footage richtig gut aus. Das ist das Footage, das ihr gerade sehen könnt. Jetzt benutze ich kein Optifine mehr und kann so viel Gameplay produzieren, wie ich will. Der erste Mod, den ich geholt habe, das ist so ein Animationsmod. Bei Minecraft sehen ja die Bewegungen oft ziemlich scheiße aus, gerade beim Schwimmen oder so. Eine Schwimmanimation kommt aber dann auch bei der 1.13 mal endlich dazu. In dem Mod gibt es halt schon länger. Und da gibt es dann auch noch andere Animationen, zum Beispiel wie der die Bäume fällt oder so. Das sieht einfach viel besser aus. Und das ist dann natürlich einfach gut für die Serie. Der nächste Mod ist dann der More Players Animation Mod. Der soll eigentlich auch noch so ein paar Animationen dazu machen, dass man sich umarmen kann, dass man sich hinsetzen kann und so ein Zeug. Das funktioniert aber alles nicht. Das einzige, was klappt, ist Slash Angry und Slash Love. Und da passiert keine Animation, sondern da kommen halt einfach so Partikel. Aber für die Animation wollte ich den eigentlich gar nicht holen. Unser Problem vom Anfang mit den Zwergen
Zwergen könnte man nämlich damit eigentlich easy lösen. Man kann nämlich die Skins von den Leuten anders proportionieren, dass man zum Beispiel die Arme breiter macht, die Beine länger, den Kopf höher. Und damit könnte man natürlich easy einen Zwerg machen, wenn man einfach die Beine kurz macht und die Brust ein bisschen kleiner. Mit dem Mod kann man auch noch Tiere steuern. Wenn ich also zum Beispiel haben will, dass, keine Ahnung, ein Lama irgendwie besonders irgendwo entlang läuft, dann kann da einfach irgendein Spieler sich als Lama an sich so verkleiden und dann genau so laufen, wie ich es haben will, wenn das jetzt irgendwie besonders entlang laufen muss für eine Kamerafahrt oder so ein Zeug. Das ist natürlich auch ziemlich hilfreich und geil. Leider funktioniert der Mod aber nicht mit dem anderen Animationsmod. Ihr könnt links sehen, das ist die Third Person. Da sieht man, dass die Animation von dem Animationsmod, die werden übernommen. Also das ist jetzt in dem Fall hier die Laufanimation. Und in der First Person sieht man dann halt eigentlich die runterskalierte Hand. Und eigentlich müsste in Third Person ja dann auch der ganze Skin so sein, dass es so zwergenmäßig ist. Die Mods harmonieren aber leider nicht miteinander, da muss ich noch irgendeine Lösung finden. Eigentlich sind die nämlich beide richtig geil und ich will mich da jetzt nicht für einen entscheiden müssen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja einfach die Zwerge als Mobs machen und die Mobs dann mit dem More-Player-Mod kontrollieren und steuern. Dann habe ich erstmal in Hasenmodell meinen Skin reingemacht und das dann in Minecraft reingeholt als Java-Mod. Das sah absolut scheiße aus. Man braucht dafür halt so ein 3D-Modellierprogramm. Und da gäbe es Cubic Studio von BDCraft, die auch Specs gemacht haben, das Texture-Pack, das wahrscheinlich die meisten Minecraft-Spieler kennen sollten. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil, kostet aber leider 20 Euro. Ich würde es mir wahrscheinlich holen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob man damit auch Mobs machen kann oder ob damit halt nur 3D-Texturen für Waffen und sowas gehen. Da habe ich dann Halbzwilling gefragt, der hat ein Video dazu gemacht, ob man damit auch Mobs machen kann. Der wusste aber auch nicht so wirklich eine Lösung, wie man das jetzt gescheit umsetzen könnte und ich glaube, der hat auch eher gedacht, dass ich jetzt meine, dass die Mobs dann so eine 3D-Textur bekommen halt und nicht, dass ich mit der 3D-Textur dann so einen völlig neuen Mob mache. Zum 3D-Modellieren gibt es aber auch noch Gratis-Software, das ist Tekne. Was kostet der ganze Spaß? Der Spaß kostet gar nichts, es wurde aber aus dem Internet genommen. Ich musste ein bisschen rumrecherchieren, bis ich einen funktionierenden Download-Link gefunden habe von irgendwelchen Leuten, die das noch auf ihrem PC hatten. Da habe ich dann mal so zum Probieren einfach irgendeinen Scheiß modelliert. Man kann leider nicht das so am Körper selbst entlang vergrößern, dass ich da an die linke Seite gehe und das dann größer ziehe im Programm drin, sondern ich muss dann halt an den Rand gehen und das dann mit Zahlen eintippen. Das ist wahrscheinlich bei dem Konkurrenzprodukt von PurePDCraft ein bisschen besser gemacht. Und dann habe ich da auf jeden Fall irgendeinen Scheiß einfach modelliert, mal so zum Ausprobieren. Bin dann in GIMP reingegangen mit der Textur, habe das so ein bisschen angemalt, einfach mal alle Seiten so ein bisschen angemalt, um so ein bisschen zu verstehen, wie das aufgebaut ist von der Textur her. Also ich habe das so eingefärbt, dass ich dann so unterscheiden kann, welche Seite das jetzt gerade ist, damit ich dann später in Techne sehen kann, welche Seite aus der Textur jetzt das im 3D dargestellt ist. Zurück in Techne ist mir dann aufgefallen, dass ich leider das Programm geschlossen habe und ich dachte, das geht wieder über die Textur, dass ich einfach die Textur dann reinlade und dann habe ich da wieder in 3D meinen Mob, aber das geht leider nicht, also musste ich dann wieder die Werte so eintragen, wie ich es davor gemacht habe und wieder den Mod neu modellieren. Aber ich habe ja davor aufgenommen, wie ich den modelliert habe und dadurch, dass man da oben die Werte eintragen muss, ging es dann ganz gut. Da konnte ich dann halt einfach die Werte alle abschreiben und hatte den dann wieder und dann hat auch die Textur dazu gepasst. Das nächste Programm, was ich dann noch benutze, ist der M-Creator. Mit dem kann man Mobs programmieren, was die, wie die sich halt verhalten und so und der programmiert halt auch diese Textur, die man dann am Ende hat aus dem 3D-Modellieren, programmiert der halt so um, dass das wirklich in Minecraft ein Mob ist mit einem Spawn-Egg und allem und dass man den da dann gescheit benutzen kann. Dann bin ich in Minecraft reingegangen. Das Spawn-Egg gab es dann tatsächlich schon im Inventar. Ich dachte eigentlich, ich muss es dann über Command spawnen. Die Viecher sind hässlich geworden, aber es funktioniert wenigstens. War ja jetzt auch nur ein Test. Und ich war ganz gehypt, weil alles, was ich halt einprogrammiert habe mit dem M-Creator, hat halt wirklich funktioniert. In der Serie selbst werden dann wahrscheinlich die Leute einfach über diesen More-Player-Mod in die Mobs reingehen und die Mobs halt so steuern, dass sie so rumlaufen, wenn jetzt der Mob zum Beispiel ein Zwerg ist. Also werden die Mobs da nicht frei rumlaufen, dass es irgendwie wichtig ist, wie die sich so verhalten. Man kann da mit dem M-Creator einprogrammieren, wie viel Schaden die aushalten, wie viel
XP, die droppen. Es ist ja alles für eine Serie scheißegal eigentlich. Da hatte ich dann auf jeden Fall meinen Spaß. Die haben dann halt Gras gegessen und so. Das sah alles richtig scheiße und schlecht aus. War auf jeden Fall ziemlich lustig. Die sind dann auch geschwommen und so, haben XP gedroppt in dem Betrag, wie ich das einprogrammiert habe. Also das hat alles perfekt funktioniert und war auch ziemlich lustig zum Anschauen. Dann bin ich noch in so einen Mob eingestiegen mit dem More-Player-Mod und ein bisschen rumgelaufen. War auch lustig. Es funktioniert also alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Funktioniert auch ziemlich gut. Ging eigentlich viel schneller und unkomplizierter, als ich es erwartet hätte. Und dann habe ich da wirklich einen vollwertigen Mob schon mal programmiert, der halt leider noch nicht laufen kann. Also da muss ich noch rumschauen, wie man das mit den Animationen hinkriegt. Weil wenn ich dann am Ende so einen Kasten habe, der sich in der Gegend rumbewegt und der keine Gelenke hat, das taugt ja dann nicht sonderlich viel. So viel zur ersten Folge Lero Textures. Heute haben wir mal so ein bisschen die Vorarbeit gemacht für die anstehenden Folgen. Und dann können wir demnächst mal mit Skins anfangen und Texturen auch mal bearbeiten und so. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Präsentiert von Smops HD.